Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video der FSV 105 Karriere. Wir starten rein in den Monat November. Zum Start schauen wir unsere Jugendarbeit an. Torben Weber, das ist leider zu wenig. Niklas Jung auch. Und auch Elias Simon schmeißen wir noch nicht weg, sondern wir halten ihn noch ein bisschen in dem Scouting-Bericht. Wir schauen unseren Terminkalender an. Wir starten rein mit einer Simulationspartie gegen Vitesse Arnheim. Danach spielen wir selbst gegen Schalke, simulieren dann gegen Union Berlin. Gespielt wird gegen Vitória Guimarães, simuliert wird gegen die Hertha. Und dann zum Abschluss noch das Pokalspiel gegen RB Leipzig, selbst gezockt. Somit starten wir auch schon rein in die Folge. Wir simulieren die Partie gegen Vitesse Arnheim. 29. Spielminute. Wir treffen zum 1:0. Mustafa ist der Torschütze. Tom Kraus kriegt die glattrote Karte. Es wird noch eng hier. Wir gewinnen 1:0 gegen Vitesse Arnheim und starten mit einem Sieg in die Folge. Jetzt geht es weiter in der Bundesliga. Am 11. Spieltag treffen wir auf den Tabellen 13. und auch Tabellennachbar FC Schalke 04. Somit rein in die Partie. Das ist unsere Elf. Zentner ist im Tor. Aaron, Niakate, Bellwebmann in der Viererkette. Prömmel auf der 6. Stach und Barriere Martins auf der Doppel 8. Auf der 10 ist Jean-Paul Boetius und im Sturm Onisivo mit Johnny Burkhardt. Das ist unsere beste Elf, die wir aufstellen können. Das ist die Elf von Schalke. Freisel im Tor. Schalonolo, Lode, Sané und Becker in der Verteidigung. Salazar, Muset, Ranftl und wahrscheinlich Latza im Mittelfeld. Und Bülter und Terode sind im Sturm. Vor allem von Bülter und Terode müssen wir uns in Acht nehmen. Die sind einfach gefährlich. Somit starten wir rein in diese Partie. Der FC Schalke 04 ist zu Gast in Mainz. Langer Ball von Danny Latza. Gut gemacht von Salazar. Das ist Bülter am Ball. Bülter auf Simon Terode. Gut nach oben gespielt. Da läuft Muset. Muset nach hinten auf Becker. Das ist Becker. Auf Simon Terode. Oh, der Ball kommt durch. Auf Bülter nach hinten gelegt. Und Terode mit dem 1:0. 19 Minuten sind gespielt und die erste richtige Möglichkeit ist auch direkt der Torerfolg für die Schalker. Hier noch einmal Terode, der irgendwie komisch den Ball durchspielt, Bülter und dann kommt Zentner drum raus und Terode hat dann das leere Tor vor der Nase. Schlechter Start von uns. Es ist eine langweilige Partie, die vielleicht jetzt ihren Erlöser gefunden hat durch Simon Terode. Bülter. Bülter in die Mitte auf Terode, Salazar. Und Zentner ist da. Prömmel jetzt am Ball. Prömmel mit dem nächsten Angriff. Barrero Martins auf Silvan Widmer. Silvan Widmer mit Platz durch die Mitte auf Johnny Burkhardt. 43. Spielminute. Das ist der 1:1 Ausgleichstreffer. Und es ist wieder über unseren gefährlichen Rechtsverteidiger Silvan Widmer. So fallen viele Tore von uns und Johnny Burka trifft hier zum 1:1 Ausgleichstreffer. Vom Zeitpunkt her sehr wichtig, kurz vor der Halbzeit hier das 1:1. Verliert den Ball gegen Niakate, Prömmel auf Burkhardt, wieder auf Grischa Prömmel. Da läuft der Grischa nach unten auf Silvan Widmer. Silvan Widmer sieht in der Mitte Boetius und der haut ihn daneben. Das wäre noch fast das 2:1 gewesen vor der Halbzeit. Und Bülter mit einem guten Ball auf Rodrigo Salazar. Und es ist Şalhanoğlu. Şalhanoğlu, schlechte Flanke. Der Ball bleibt heiß. Muset. Muset nach hinten auf Timo Becker. Das ist Danny Latza. Terode und Zentner mit der guten Parade. Hecke für die Schalker. Die kommt rein von Danny Latza. Barrero Martin Sané. Und Schalke startet hier ziemlich gut in diese zweite Halbzeit. Oh, Prömmel mit dem Ballverlust. Und jetzt kommt Bülter. Stefan Bell wird ausgespielt. Und der Schuss von Bülter. Und Zentner mit der nächsten Glanztat. Nächste Ecke vom Ex-Mainzer Danny Latza. Die kommt ungefährlich. Das sehe ich direkt. Das ist Barrero Martins. Und jetzt rein in den Konter. Können wir daraus was machen? Da läuft Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt mit der Chance und Johnny Burkhardt mit dem 2:1. 57. Spielminute. Johnny Burkhardt mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie. Und wie gut ist denn bitte dieser Konter ausgespielt? Super Pass von Barrero Martins und guter Abschluss vom jungen deutschen Stürmer. Schlecht in die zweite Halbzeit gestartet, aber wir machen die Bude. Und dann ist es auch egal, wie man spielt. Es ist ein Resultatsport. Das ist Timo Becker. Durch die Mitte auf Rani Ranftl. Heute sehr viel zu tun hat. Das ist Simon Terode. Simon Terode wieder auf Bülter und Bülter mit dem Ausgleich.
Wir können diese Führung nicht lang halten, denn Bülter gleicht hier direkt aus. Und das gibt uns auch einen Grund, in der 62. Spielminute zu wechseln. Onisivo kommt raus und Adam Zimmermann darf rein. Und Anton Stach kommt raus für Li Shesong. Prömmel auf Li Shesong auf seinem starken linken Fuß und Freisel mit der Parade. Jetzt kommt noch Paul Nebel rein. Vielleicht kann der junge deutsche Mittelfeldspieler hier noch den Treffer für uns machen. Die Ecke kommt jetzt rein von Barrero Martins auf Johnny Burkhardt. Nicht ungefährlich. Li Shesong. Barrero Martins holt sich hier den Ball. Burkhardt auf Grisha Prömmel. Der auf Li Shesong. Li Shesong am Ball. Li Shesong, schlechter Abschluss. Geht in die Ecke nach 75 Minuten. Barrero Martins auf Johnny Burkhardt. Wieder nicht ganz ungefährlich. Der Ball ist noch heiß. Paul Nebel auf Niakate. Widmer, Johnny Burkhardt. Wieder auf Adam Zimmermann, der in die Mitte. Und da ist ein Schalker, der hier fast das Eigentor macht. Li Shesong klärt nach vorne. Da ist Johnny Burkhardt. Wieder auf Li Shesong, der sieht hier Prömmel. Prömmel macht das gut. Und Silvan Widmer läuft. Silvan Widmer. Das ist Barrero Martins. Adam Zimmermann. Wieder auf Li Shesong. Der sieht Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt. 88. Spielminute. Das 3:2 und der Hattrick. Wie schnell und schön ist das bitte gespielt. Adam Zimmermann auf Li Shesong. Und er sieht hier Johnny Burkhardt. Und da ist Freisel ohne Chance. Und jetzt bitte einfach diese 2 Minuten überstehen und kein Tor mehr kriegen. Und das sollte es gewesen sein. Und wir gewinnen gegen Schalke. 3:2, eine hart umkämpfte Partie. Geht zugunsten von uns aus. Wir gehen unverändert in die nächste Partie. Es geht ran gegen Union Berlin in der Simulation. 1:0 durch Anton Stach nach 19 Spielminuten. Der 1:1 Ausgleichstreffer. Tonei trifft nach 23 Minuten. Union macht das 2:1 in der 84. Spielminute. Divo Origi ist der Torschütze. Das Spiel ist aus. Wir verlieren leider 2:1 auswärts in der alten Försterei. Und jetzt geht es rein in ein entscheidendes Spiel in der Conference League Gruppenphase. Wir sind sicher weiter. Wir überwintern in der Conference League, aber wenn wir heute gewinnen, dann sind wir schon direkt im Achtelfinale und das ist das Ziel. Das ist die Elf von Vittorio Gumares, Varela im Tor, Suarez, Borekovic, Mumim, Gaspar, Almeida auf der 6, Silvas, Almeida auf der Doppel 8 und Rochina, Belfodil und Quaresma. Das ist die Stürmer, das sind die Offensivleute. Das ist die Elf von uns, Damen im Tor, Luko Kujak, Bell, Stanisic, Tauber auf der 6, Stach und Li Shesong auf der Doppel 8, Nebel auf der 10. Und der Sturm sind unsere Jungstürmer Zimmermann und Mustafa. Das Entscheidungsspiel in der Conference League startet jetzt. Und Belfodil mit der ersten Möglichkeit. Belfodil gegen Findamen und Belfodil mit dem 1:0. Wir machen früh einen dummen Fehler und Vittorio Gumares nützt das aus. Und Belfodil mit Bundesliga-Erfahrung, die er hier bei diesem Abschluss zeigt. Wir verpennen ja den Start absolut. 5 Minuten sind gespielt und die Portugiesen führen hier schon 1:0. Zimmermann mit einem Pass auf Li Shesong und Fehler von Varela und Mustafa macht hier schon direkt das 1:1. Die beiden Defensivabteilungen pennen ja absolut, die sind nervös und Li Shesong holt sich in den Ball und Mustafa muss ihn dann nur noch reinschieben. Kurioser Start hier in der Conference League. Das ist Thiago Silva, nicht zu verwechseln mit dem Mann von Chelsea, es ist ein anderer. Dann ist hier Bruno Gaspar. Gaspar. Gut nach hinten gespielt. Das ist Almeida. Durch die Mitte. Rauchina. Thiago Silva. 2:1. Wie gut sind denn die heute drauf? Der Kapitän von Vittorio Gumares stift zum 2:1. Zimmermann. Jetzt am Ball. Auf Li Shesong. Li Shesong macht das gut. Auf Mustafa. Mustafa. Zimmermann. Zimmermann mit dem Tor. 2:2 Ausgleichstreffer und wieder ein kurioses Tor. Li Shesong läuft hier durch. Da Mustafa will schießen und Zimmermann wird abgeschossen. Nutzt es dann als Vorlage für seinen Treffer. Hier zum 2:2. Li Shesong holt sich hier den Ball. Stach mit dem Schuss und der kommt gut. Ecke. Li Shesong in die Mitte. Das ist Zimmermann. Zimmermann und der wird abgeblockt. Nebel auf Anton Stach, Anton Stach, Anton Stach und schlechter Abschluss. Stefan Bell auf Stanisic. Der mit dem langen Ball auf Paul Nebel. Paul Nebel nimmt ihn mit.
jetzt von dem Torhüter und es gibt Elfmeter. Ein Handspiel des Verteidigers von Guimarães. Früh in der zweiten Halbzeit die Chance für Mainz. Und diese Chance nimmt sich Mustafa. Der hat schon im letzten Spiel einen Elfmeter verwertet gegen Vitesse. Und heute trifft er auch. 3:2 Führungstreffer für die Deutschen. Thiago Silva am Finder mit der Parade. Nach 66 Spielminuten wechseln wir. Zimmermann kommt raus und Johnny Burkhardt kommt rein. Paul Nebel kommt raus und Boetius kommt rein. Und für Tower kommt noch Grisha Prömel rein. Jetzt Quaresma mit der Ecke nach 66 Minuten. Die kommt wieder gefährlich. Rochinha Almeida geblockt von der Verteidigung. Prömel. Boetius. Jetzt auf Burkhardt. Da läuft Anton Stach mit. Anton Stach jetzt auf dem Weg Richtung Varela. Anton Stach in den Rückraum auf Burkhardt. Und Burkhardt haut ihn sowas von gut rein. Was für ein Tor vom jungen Deutschen. Jetzt frisch eingewechselt. Wir schauen uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Stach schön in den Rückraum auf Burkhardt. Und er haut ihn mit dem direkten Schuss rein. Und das könnte die Entscheidung gewesen sein. Wir sind im Conference League Achtelfinale, wenn wir dieses Resultat halten können. Belfodil. Nicht wieder dieser Belfodil. Bell. Und das ist dann der Anschlusstreffer. André trifft für Vitória Guimarães. Und wir müssen aufpassen. 4:3. Wieder eine Partie mit vielen Toren. Wie es üblich ist im FIFA-Karrieremodus. Und das ist Rafa Soares nach unten auf Rochinha und er ist einfach super. Rafa Soares, was für ein Kopfball und was für eine Parade von Findam. Johnny Burkhardt, gut gespielt und da läuft Jean-Paul Boetius. Jean-Paul Boetius macht hier Rambona Fake. Jean-Paul Boetius und Varela mit der Parade. Und nach dieser Ecke wird der Schiedsrichter wahrscheinlich abpfeifen. Noch einmal Burkhardt und jetzt ist Jean-Paul. Und es ist Mustafa, der den Ball ist. Mustafa mit der letzten Möglichkeit in dieser Partie. Anton Stach macht hier noch das 5:3. Und jetzt ist es besiegelt. Der Schiedsrichter wird bald das Spiel abpfeifen. Und wir sind in den Conference League Achtelfinale. Und jetzt ist es offiziell. Wir gewinnen 5:3 gegen Vitória Guimarães. Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga treffen wir auf die Hertha. Sie sind auf dem 16. Tabellenplatz, also auch in unserer Region. Deshalb bräuchten wir schon einen Sieg in dieser Simulationspartie. 1:0 Führung für die Hertha. Schurk ist der Torschütze nach 14 Minuten. 2:0. Eduard Löwen trifft nach 40 Minuten für Hertha. Das Spiel ist aus. Wir verlieren mit einer enttäuschenden Leistung gegen die Hertha mit 2:0. Jetzt geht es noch rein in die letzte Partie in dieser Folge. Wir treffen im DFB-Pokal in der dritten Runde auf RB Leipzig. Und es erwartet uns eine sehr, sehr schwierige DFB-Pokalpartie. Das ist unsere Elf. Damen im Tor, Lukaku, Hack, Bell, Stanisic, Prömel auf der 6, Stach und Kraus auf der 8, Boetius, Onisivo und Zimmermann. Das sind unsere drei Offensivleute. Und hier ist die Startelf von Leipzig. Gulaschi, Hamartl, Orban, Halstenberg, Paulsen, Lukman, Kampel, Haidara und vor dem Sturm Muriel, Silva und Nkunku. Das ist die gefährliche Elf von Leipzig. Und wir starten rein in diese DFB-Pokal-Partie. Hoffentlich gibt es heute mal ein bisschen weniger Tore. Defensiv eine gute Leistung zeigen und vorne gnadenlos sein. Und dann könnte es vielleicht klappen mit dem Einzug in die nächste Runde. Nächste Chance für Leipzig und das ist Nkunku. Und Findam mit der ersten Parade. André Silva auf Luis Muriel. Das ist Yusuf Paulsen. Silva Muriel. Muriel auf Nkunku und Findam muss schon wieder eingreifen. Leipzig startet ziemlich gut in diese Partie rein. Gibt hier die Ecke von Christopher Nkunku. Auf den langen Pfosten, Prömel klärt ihn ins eigene Tor sozusagen. Denn Pausel kommt zum Kopfball und trifft hier zum 1:0 nach 12 Minuten. Hier noch einmal zu sehen, die lange Ecke auf den zweiten Pfosten. Dann Prömel klärt in die falsche Richtung und dann kommt Pausel zum Kopfball und macht hier das 1:0. So haben wir unser Start in diese Partie nicht vorgestellt. Aber jetzt dürfen wir einfach die Köpfe nicht hängen lassen. Wir kommen immer noch nicht aus unserer Hälfte raus. Nkunku jetzt am Ball in die Mitte. Muriel versucht es akrobatisch. Tom Kraus auf Anton Stach. Anton Stach mit Platz. Und Gulaschi muss zum ersten Mal eingreifen in dieser Partie.
Das ist Onisivo, verliert hier die Pille direkt wieder. Und jetzt laufen wir wieder in einen Gegenangriff rein. Und Muriel mit einem schönen Pfostenschuss. Und Nkunku bleibt am Ball. Nkunku. Jetzt ist die Sache geklärt durch Lukoku. Aber Fehlpass. Jetzt Kampel. Kampel. Und jetzt ist es endgültig beseitigt. Konter wieder durch Leipzig. Christopher Nkunku. Nkunku in den Rückraum auf Kampel, wieder auf Nkunku in der Mitte, viel Platz für Muriel und er macht nach 30 Minuten hier das 2:0. Leipzig startet gut in diese Partie und macht hier früh schon ziemlich viel klar. Da sieht man einfach den Unterschied von einem Top-Club von einem mittelmäßigen Club. Absolute Dominanz von Leipzig, wieder hier zu sehen, Nkunku und Findam mit der nächsten Parade. Jetzt gibt es die Ecke von Nkunku. Oh, wieder nicht ungefährlich. Altenberg, der hier den Kopfball setzt. Auf Adam Zimmermann. Boetius, der sieht hier wieder Onisivo. Onisivo nimmt ihn gut mit. Onisivo mit der Chance und Gulaschi mit der Parade. Eckenmöglichkeit. Boetius in die Mitte auf Onisivo. Bell am Ball. Bell zieht ab und der geht knapp vorbei. Und jetzt rein in den Konter. Das ist unsere einzige Möglichkeit, hier Tore zu schießen. Kontermöglichkeiten. Stach. Jetzt mit dem Ball auf Adam Zimmermann. Der setzt sich hier durch. Zieht ab Adam Zimmermann. Nächste gute Gelegenheit für die Mainzer. Silva gut durchgesteckt. Und den Kunku und Damen mit der nächsten wichtigen Tat für uns. Kurz vor der Halbzeit noch die Ecke für Leipzig. Die kommt rein wieder durch den Kunku. Stanisic und Oetios klärt. Und das ist die Halbzeit. Es geht 2:0 aus in der ersten Halbzeit für RB Leipzig. Wir müssen wirklich viel machen, damit wir hier noch im DFB-Pokal weitermachen dürfen. Was für ein langer Ball von Leipzig auf Luis Muriel. Er setzt sich hier durch. Luis Muriel, immer noch am Ball. Luis Muriel. Luis Muriel, schöne Flanke. Und das ist das 3:0. André Silva ist der Torschütze. Und das ist die Entscheidung. Oh, schlechter Ball. Von der Abwehr von Mainz. Und jetzt wieder ein Angriff von Leipzig. Bell, Silva, Silva. Und der geht noch fast rein. Nach 60 Minuten wechseln wir dann auch mal komplett durch. Und Onisivo kommt raus und Mustafa kommt rein. Dann wechseln wir Anton Stach aus und bringen hier noch ein bisschen Lee Chae-sung. Und hier noch auf der 6 darf Niklas Tauer ran. Wir haben uns schon ein bisschen aufgegeben in dieser Partie. Wir holen hier keinen Sieg mehr. Das ist mir ziemlich klar. Ich will einfach nicht mehr abgeschossen werden. Mustafa macht das gut. Boetius. Hier auf Adam Zimmermann. Ist das die Möglichkeit für... Nein, er lässt ihn liegen. Wie kann man diese Chance liegen lassen? Wir sind einfach heute nicht kalt genug. Wir lassen viele gute Chancen liegen. Und das darf man sich nicht erlauben gegen einen Gegner wie Leipzig. Vega. Vega macht das gut und was für ein schöner Treffer vom Leipziger Vega. Den gucken wir uns auch mal in der Wiederholung an. Ihr wunderschöner Schlenzer ins lange Eck und da ist Findam nur eine Chance. Und das ist einfach nur ein Treffer, den man schießt, wenn man hoch in Führung ist. Das ist einfach das gute Gefühl, das gute Oben, das gerade für Leipzig spricht. Nkunku. Szoboszlai zieht auch noch ab. Und er schießt auch noch ein Traumtor. 5:0. Leipzig schießt uns komplett ab. Das ist Tauer. Gut gespielt auf Lee Chae-sung. Und das ist hier noch der Ehrentreffer. 90. Spielminute. Wir treffen noch zum 1:5. Doch jetzt ist das Spiel aus. 1:5 Blamage gegen RB Leipzig im DFB-Pokal. Wir beenden die heutige Folge auf dem 11. Tabellenplatz. Im DFB-Pokal war leider im Achtelfinale Schluss für uns. So sehen die Viertelfinalpartien aus. Und in der Conference League werden wir überwintern. Wir sind schon sicher in der Achtelfinals drin. Das heißt, die nächste Partie, die ihr sehen werdet, die wir selbst zocken in der Conference League, wird eine Achtelfinalpartie sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Morgen kommt ein neues Projekt online. Seid gespannt und schaltet ein. Und das war's dann. Ciao, ciao.